Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu unseren parapsychologischen Reden, wo wir euch die Geräte vorstellen möchten, die wir auf unseren Untersuchungen verwenden. Einfach damit ihr versteht, wie die funktionieren, damit ihr versteht, was wollen wir damit messen, was bringt das uns, wozu sind die Dinger eigentlich da und was kann man damit dokumentieren. Und wir sind ja schon in der Playlist weit fortgeschritten und heute kommen wir zu etwas altbekannten und gleichzeitig neuen, der RAM Master. Gibt es auch in Form des RAM Pods. Ich erkläre euch gleich, was der RAM Master ist und wo der Unterschied zum RAM Pod ist. Nur erstmal grob gesagt, was macht das Gerät? Naja, es dient auch zur Messung von elektromagnetischen Feldern. Ist also jetzt ähnlich dem K2 oder den Paralights mit aber einem großen Unterschied. Der RAM Master und der RAM Pod erzeugen selbst um sich herum ein elektromagnetisches Feld und wenn das gestört wird, reagiert das Gerät. Daher auch die Abkürzung RAM. Die steht für Radiant Electromagnetic Field. Ich weiß, das EMF, da fehlt das F, aber so ist es halt. Und ja, ich zeige euch jetzt mal das Gerät genau, ehe wir Beispiele erläutern. Ihr seht hier oben, das Auffälligste sind die Lämpchen. Und ja, wenn wir anschalten, zeigt das rote Lämpchen, dass es an ist. Und ansonsten haben wir hier 10 Stufen. Jetzt fragt ihr euch, wenn wir da die eine Lampe weglassen und noch 4 haben, wie kommen wir denn da bitte auf 10 Stufen? Ja, wenn das Weiße angeht, ist Stoffstufe 1, ich muss meinen Finger nicht wegnehmen, Grün ist Stufe 2, Blau ist 3, Gelb ist 4. Dann wird Gelb statisch und wenn das Weiße kommt, müssen wir addieren 5, kommt das Grüne, dann haben wir 6, Blau haben wir 7, wird das wieder statisch. Kommt dann das Weiße dazu, das heißt Gelb und Blau statisch, Weiß fängt an, haben wir 8, kommt Grün dazu 9 und wenn alle leuchten, sind wir bei Stufe 10. So, was haben wir also noch hier dran? Klar, hier ist ein Ausschalter, ansonsten ist da nichts Besonderes. Batteriefach ist, wie gesagt, nichts Besonderes. Und ich mache es mal kurz ab. Das hier ist der Sensor. Hier kommt das elektromagnetische Feld nach vorn und nach rechts raus. Allerdings mit diesem Adapter hier, nur in der Antennenform von den Leiter, können wir das Gerät so modifizieren, dass die gesamte Antenne zum Leiter wird. Das heißt, das elektromagnetische Feld, ich muss ein Stück zurückgehen, sonst seht ihr es nicht mehr komplett, baut sich dann rundherum um die Antenne auf. Das heißt, wir können es so vor uns halten. Wir können es natürlich aber auch, wenn wir wollen, abknicken, wenn wir direkt lieber vor uns messen wollen, mit mehr Entfernung. Ansonsten so. Jetzt habe ich euch gesagt, es gibt zwischen dem RAM Master und dem RAM Pod einen Unterschied, der ist allerdings minimal. Beide machen genau dasselbe. Allerdings, das Gerät hier, wie gesagt, emittiert ein Feld in eine Richtung und wir können es mit der Antenne lenken. Der RAM Pod ist statisch, ist eher wie ein Paralight und macht das Feld komplett um sich herum. So. Was ist also der Unterschied zu den EMF-Metern, außer im Messprinzip? Es ist viel empfindlicher, weil sobald ein elektromagnetisches Feld hier kommt, das stört, und das kann auch ein schwaches sein, K2 und Paralights haben gewisse, ich nenne es mal Toleranzen, die erst überschritten werden müssen, ehe eine Reaktion kommt. Das sind in der Regel 0,5 Milligauss, das Erdmagnetfeld. Das hätte er zwar auch, aber die anderen sind dann grob, gehen dann erst in groben Schritten weiter, ehe sie reagieren, weil sie ja stufenweise reagieren. Und er hier ist ganz fein. Vom Bauprinzip entspricht das diesem Instrument, dieses Tamriel, oder wie ähnlich das heißt, ich kann das nie aussprechen, Verzeihung, für den, falls ich es falsch gemacht habe, dass das, wo man auch näher kommt, dann The upright antenna controls the pitch. When the right hand approaches the antenna, the pitch gets higher. When the hand moves away from it, the pitch gets lower again. Das ist genau dasselbe Prinzip. Okay, machen wir es mal an. So, das war ich jetzt, weil ich zu nah dran war am Sensor. Zeige ich euch nochmal. Wie gesagt, um den Sensor herum und um die Antenne werden elektromagnetische Felder gemessen. Und das ist das, was ich versucht habe, eingangs zu erklären. Ich komme mal näher. So, ich versuche mich jetzt langsam, wie ihr seht, von hinten zu nähern, damit ihr es auch sehen könnt. Wir die Stufen durchgehen, ihr seht, es ist rot, ist also an. Ihr hört es auch schon, es reagiert schon, dass ich das elektromagnetische Feld störe. Jetzt ist nah genug dran, dass ich bei weiß bin. Stufe 1. Grün ist 2. Huch, jetzt war ich zu schnell. Blau ist 3. Gelb ist 4. Weiß kommt dazu 5. Ja, ich muss noch mal ein bisschen mehr Abstand. So. Na komm, genau Stufe 5. Jetzt mit Grün 6. Blau dazu 7, Weiß dazu 8, Grün 9 und 10. Ich kriege den Zwischenschritt gerade nicht hin.
aber ist auch nicht ganz so wichtig, weil es geht darum, einfach nur zu sehen, wenn sich ein elektromagnetisches Feld, egal wie schwach, selbst meinen eigenen Körper reicht, nicht nur die Hand, sondern ich kann es auch auf mich richten. Das heißt, damit können wir ziemlich gut und genau messen. So. Das ist eigentlich ganz gut, um einen Grundscan zu machen, ob überhaupt was vorhanden ist, und danach kann man mit weniger empfindlichen Geräten rangehen. Ist eine ganz tolle Sache eigentlich. So, da ich eine Hand frei brauche, möchte ich euch noch etwas zeigen. Ja, ja. Das war ich natürlich, weil ich dran war. So, ich habe es jetzt mal abgelegt. Ihr seht, Prinzip ist gleich. Wenn ich mal nicht fällt, wenn ich rankomme, reagiert es. So. Das hier ist die Verpackung von dem Tripod. Das ist komplett ein Stoff mit Plastikanteilen, Kunststoff also. Hat kein Metall, auch die Ösen sind aus Kunststoff. Und die meisten Plasten leiten keinen Strom, haben deswegen auch kein elektromagnetisches Feld, haben festes Gitter ohne Leiter drin, das heißt mit Leitern, die fest in den Atomen und Elektronenbindungen drin sind, und daher kommt zu keiner Reaktion, weil es kein elektromagnetisches Feld hat. Ich zeige das mal. Ja, zum Vergleich, meine Hand. Nur das hier. Ich kann es sogar berühren. Macht keinen Unterschied. Ich habe es sogar gerade geschoben, wie ihr gesehen habt. Ihr seht also, es reagiert auch nur auf alles, was ein elektromagnetisches Feld hat. Nächstes Beispiel und auch letztes. Unsere Lampen, die haben natürlich Strom, weil sie Licht machen, aber die haben auch hinten drin Magneten. Und ihr werdet sehen, wenn ich jetzt näher komme mit den Magneten, jetzt, wie gesagt, Magnetfeld, reagiert es auch. So. Als letztes, was ich euch zeigen möchte, ja, ich weiß, jetzt war ich dran. So. Das letzte, was ich euch zeigen möchte, ist die Fehlermeldung von Gerät. Wenn man zu nah rangeht, dann spinnt das Gerät rum, weil es halt, wie gesagt, wenn wir den Kern erreichen, dann, das heißt, wenn irgendein elektromagnetisches Feld so weit rangeht, dass es das eigene bis zum Kern verdrängt, dann friert es fest. Ich versuche das mal. Das geht noch, das ist voller Schlag, aber wenn ich jetzt mal die Antenne abmache, spätestens dann kann ich es provozieren. Da seht ihr es. Das ist dann voller Schlag. Man kann das natürlich auch ohne diese Antenne benutzen. Ist kein Thema. Es ist dann halt nur so, dass das Feld sehr schnell unterbrochen wird. Die Empfindlichkeit ist extrem viel höher. Und auch entsprechend die Störung. Deswegen benutzen wir es meist dann mit der Antenne. Außer wenn wir einfach nur gucken wollen, ist irgendwas. Weil dann reagiert das auch so. Aber so können wir ein bisschen genauer uns der Sache nähern. Wenn ich jetzt zum Beispiel... Hier ist unser Magnet. Angenommen, ich wüsste nicht, dass das ist. Sagen wir, es ist eine unsichtbare Quelle. So, ich mache es mal vor, wenn ich jetzt rumlaufe und versuche, das Gerät zu halten, bis ich an irgendeine Quelle komme. Hier in dem Moment wüsste ich jetzt, ich mache es mal mit Augen zu. Ich weiß ungefähr, wo es ist. Okay, hier ist nichts gewesen. Da. Ich weiß, dass hier ist ein elektromagnetisches Feld, wenn ich nach links gehe. Jetzt wird es weniger. Ich weiß, dass es muss direkt vor mir sein. Wenn ich jetzt näher rangehe, muss ich jetzt eigentlich an der Lampe dran sein? Genau. Genau. So. Das mache ich mal kurz auch aus. Ja, und das ist die Funktionsweise des RAM Masters, eines, wenn wir so wollen, super empfindlichen elektromagnetischen Messgerätes, was das Messprinzip umkehrt, indem es selbst im Feld emittiert und schaut, wird es gestört. Und wie immer hoffen wir, dass euch das Video gefallen hat, dass ihr ein bisschen Freude dran hattet, verstanden habt, warum wir das wie nutzen und wofür es gedacht ist, wofür eher weniger. Und gerne würden wir uns natürlich über einen Daumen hoch freuen. Abo hilft uns auch immer sehr weiter. Und wenn ihr uns auf irgendeine Weise supporten wollt, weil finanzielle Unterstützung natürlich auch immer ganz hilfreich ist bei unseren Untersuchungen, die Gelegenheit habt ihr sowohl oben als Registerkarte, als auch unten in der Videobeschreibung, natürlich komplett freiwillig und ohne irgendwelche Bindungen. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn euch das Video gefallen hat. Würden uns freuen, euch beim nächsten Mal wiederzusehen. Und bis dahin sage ich, macht's nicht gut, macht's besser, ne? Und tschüss! Kennt ihr einen Ort, an dem es spukt? Oder wo vielleicht sogar euch oder einen eurer Bekannten irgendwas Seltsames passiert ist? Oder einfach eine Location, wo ihr meint, boah, da müsste doch mal jemand hingehen und Untersuchung machen, da ist bestimmt was? Dann scheut euch nicht, uns über unsere E-Mail-Adresse oder auch über WhatsApp zu kontaktieren. Wir freuen uns auf eure Geschichten und natürlich über die Orte, die damit in Verbindung stehen und wo wir dann vielleicht eine Untersuchung machen können. Dazu vielleicht noch ein kleiner datenschutztechnischer Hinweis. Wenn ihr nicht wollt, dass euer Name in einem Video oder so als Quelle genannt wird,
Bitte einfach ein kleiner Hinweis zu uns. Wir machen uns dann eine Aktennotiz und dann passiert das auch nicht. Eure Daten werden von uns streng vertraulich behandelt. Das bedeutet, wir geben nichts raus ohne eure Erlaubnis. Ihr braucht euch also keine Sorgen machen, ob irgendwas nach außen dringt, was ihr vielleicht gar nicht wollt. Solange ihr uns sagt, dass das nicht nach außen dringen soll, bleibt das bei uns intern in unseren Akten quasi anonymisiert unter Verschluss. Und wir werden das auch nicht rausgeben. Und ja, jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, dass wir uns sehr auf eure ganzen Berichte, vielleicht sogar Fotos oder Ton, auf jeden Fall massiv freuen. Und wenn wir dann eine Untersuchung machen, ihr vielleicht euch daran erfreuen könnt, was oder was wir dort nicht finden.